Ha! Guten Morgen, ihr Lieben. Hier im Gottesdienstraum, der heute sowohl in der Snookerhalle als auch an den vielen Plätzen zu Hause, irgendwo vor dem Bildschirm, wo es jetzt auf YouTube läuft, stattfindet. Und wir alle zusammen sind dieser eine Leib Christi, der nicht geschlossen werden kann, weil er eben kein räumlicher Ort, sondern eine geistliche Realität ist, also sozusagen Pneuma virtuell. Vieles steht ja im Moment durch die Corona-Pandemie auf dem Prüfstand und ich deute das so, alles, was erschüttert werden kann, muss erschüttert werden. Und es wird auch erschüttert, damit das Unerschütterliche wieder zum Vorschein kommen kann. Die Kirche Jesu Christi ist ja in unseren Tagen an vielen Stellen wie ein schönes Schmuckstück geworden, das uns lieb und teuer ist und an dem wir nicht rütteln wollen, damit es nicht etwa seinen Wert verliert. Ein Sprichwort sagt dazu aber, die Fassung der Edelsteine, die äußere Fassung der Edelsteine erhöht nur ihren Preis, aber nicht ihren Wert. Den wahren Wert eines Edelsteins erkennt man darum oft erst, wenn er aus der Fassung gerät. Und so entdecken wir in dieser Zeit zum Beispiel mehr denn je, was in allen äußerlichen Formen kirchlicher Lebensäußerungen auf alle Fälle gleich bleibt und erinnern uns daran, worum es eigentlich geht. Und in einem Gottesdienst geht es unter anderem vor allem darum, dass auch eine frohmachende Botschaft gepredigt werden soll, denn das heißt Evangelium und sonst nichts. Also habe ich mich wie immer auf den Weg gemacht und darüber nachgedacht, was für uns in dieser Situation eine Nachricht sein könnte, die uns froh macht, die uns auf Jesus hinweist und die uns im Vertrauen auf Gott stärkt. Und dabei bin ich dann auf eine Geschichte aus dem Alten Testament gestoßen, die in dem einen Vers gipfelt: Nach diesem Sieg stellte Samuel zwischen Mizpah und Shen einen großen Stein als Denkmal auf. Bis hierher hat der Herr geholfen, sagte er und nannte den Stein Eben-Eser, Stein der Hilfe. 1. Samuel 7, Vers 12. In der ganzen Geschichte geht es darum, dass die Israeliten von einer feindlichen Übermacht unterdrückt wurden. Das alltägliche Leben war erheblich eingeschränkt. Und dann ging auch noch zu allem Überfluss in diesem Krieg gegen die übermächtigen Philister die Bundeslade an die Feinde verloren, das Symbol für die alltäglich spürbare Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Die Macht Gottes wirkte dann bei den Philistern aber so ungeheure Wunder, dass die Bundeslade dann doch lieber wieder zurücksandten, weil sie damit nicht umgehen konnten. Im Verlauf der Geschichte merken die Israeliten dann unter den Bedingungen der Not, dass längst nicht alles, was sie als Gottesdienst entwickelt hatten, wirklich wesentlich und zielführend war und werfen so einiges über Bord. Und dann schließlich gelingt ihnen der Sieg über die einschränkenden Umstände. Und das Erste, was sie danach tun, ist eben diesen Stein aufzustellen als eine Erinnerung an diese Zeit und was in dieser Zeit wirklich wichtig war. Und ich habe mich so gefragt, an was werden sich die Menschen wohl erinnern, wenn in ein oder zwei Jahren die Corona-Pandemie überwunden ist vollständig? Werden die Menschen sich wohl tatsächlich hauptsächlich an fehlendes Klopapier erinnern und die vielen Witze, die darüber gemacht wurden, aber auch an die Nöte, die so manch einer deswegen gehabt hat? Wahrscheinlich werden sie das tun. Mindestens dann, wenn sie in ihren Vorratskellern an den Toilettenpapierstapeln vorbeigehen, die sie dort gebunkert haben. Werden sich die Menschen an die Einschränkungen erinnern und die zum Teil fast irrationalen Proteste dagegen? An die vielen Verschwörungsmythen, aus denen man spannende Krimis machen könnte, wenn es nicht so traurig wäre, dass so viele durchaus intelligent erscheinende Zeitgenossen sie tatsächlich glauben. Und dass sie vielfach diesen rechten und antisemitischen Hintergrund dieser Geschichten einfach ausblenden.
Denn wie bereits seit Jahrtausenden richten sich auch heute noch und leider vor allem in der westlichen Welt Verschwörungsfantasien im Rahmen von Krankheiten, von Epidemien, von Pandemien fast immer gegen unsere älteren Geschwister, die Juden. Man hofft ja, dass diese Dinge eher irgendwann in Vergessenheit geraten würden, aber so ist es eben leider nicht, sondern sie geschehen heute wieder neu und das darf auf keinen Fall sein, dem müssen wir immer und überall entschieden entgegentreten. Sicherlich werden wir uns natürlich noch länger an die ganzen wirtschaftlichen Einbrüche erinnern müssen, weil wir mit ihren Folgen leben müssen. Und die Frage, die uns dabei kommt, ist, werden wir daraus etwas lernen und uns solidarisch zueinander verhalten oder wird sich jeder selbst der Nächste sein wollen? Woran werden wir uns also erinnern nach der Pandemie? Und ich glaube, es liegt wie so vieles andere auch in unserer Hand. Denn wir können uns entscheiden, worauf wir hören und worauf wir schauen wollen und welche Bedeutung wir dem Ganzen zuordnen wollen. Und das, was wir anschauen, das wird uns prägen. Im Anschauen von Gottes Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Ebenbild, sagt Paulus ja schon in 2. Korinther 3, Vers 18. Aber das gilt eben leider auch in die andere Richtung. Wenn wir die Abgründe anschauen, dann werden wir auch in deren Ebenbild verwandelt. Womit wir uns beschäftigen, was wir begießen und was wir düngen, das wird wachsen und das wird Raum einnehmen. Wir könnten uns ja auch dazu entscheiden, im Nachhinein auf das soziale Heranrücken der ganzen Welt aneinander in der Krise zu schauen. Wir könnten auf das Singen und Klatschen von den Balkonen schauen. Wir könnten auf die vielen kreativen Kunstaktionen im Internet schauen, wo Menschen zu Hause mit ihren Familien zum Beispiel berühmte Gemälde nachgestellt haben oder andere Sachen. Wir könnten auf die Musiker schauen, die Hoffnung verbreiten mit ihrer Musik, die sie zu Hause aus ihren Wohnzimmern und Küchen und sonst woher heraussenden. Wir könnten uns an die neu entdeckten Online-Möglichkeiten erinnern und das Virtuelle in das Leibhaftige integrieren, so wie wir das heute Morgen gerade ja auch schon tun, dass wir hier zusammen sind, leibhaftig, aber auch virtuell zu Hause vor den Bildschirmen. Und ich bin in meinen Online-Gottesdiensten und anderweitigen virtuellen Treffen so vielen Menschen begegnet, denen es vorher unmöglich war, dabei zu sein, weil sie sich buchstäblich körperlich nicht bewegen können. Oder weil sie einfach zu weit weg wohnen. Oder weil sie schlicht und ergreifend soziale Ängste haben und deswegen also nicht aus ihren Wohnungen herauskommen. Menschen also, die das, was wir jetzt in den letzten Monaten im Lockdown erlebt haben, schon seit Jahren als normalen Alltag leben müssen. Und auch wenn man öfter sagt, dass ältere Menschen bei diesen ganzen Online-Sachen abgehängt würden, ich habe die Erfahrung gemacht, dass alten Menschen vielfach geholfen wurde, mit den neuen Techniken umzugehen. Wobei wir dabei sicherlich noch mehr in Zukunft tun könnten. Aber wir lernen ja alle noch, damit umzugehen. Die Frage ist also, werden wir das Gute in die Zeit nach der Pandemie hinüber retten können? Oder wird vieles davon einfach nur in Vergessenheit geraten und wir machen einfach so weiter wie bisher? Woran werden wir uns erinnern? Ich habe in den letzten Tagen ein paar herausfordernde Bibelandachten auf meinem iPhone in der YouVersion Bibel App gelesen, von Joni Erickson Tada, einer amerikanischen querschnittsgelähmten Evangelistin. Manche werden sie kennen. Und Joni hat mich schon immer irgendwie herausgefordert, seit meinen jungen Jahren als Christ, weil sie so vollmächtig von Gottes Kraft zu heilen spricht, aber selbst dabei im Rollstuhl sitzt. Und das auch noch als heilende Gnade akzeptiert hat. Und ich habe mich immer gefragt, ob sie damit nicht zu kurz greift und vielleicht ein mögliches Wunder verhindert. Aber sie selber deutet es ebenso. Sie ergreift ihre Deutungshoheit und deutet diesen Umstand in ihrem Leben auf diese Weise. Es ist ihre dankbare Entscheidung im Glauben gewesen, ihre Querschnittslähmung als ein Geschenk Gottes zu deuten. Und dagegen kann und darf man nichts sagen.
Denn die positive Frucht, die aus dieser Weise, sich an ihren Unfall zu erinnern, entsteht, ist doch enorm. Und an der Frucht wird man die Wurzeln erkennen, sagt Jesus. Joni sieht ihren Rollstuhl als ein sichtbares physisches Zeichen von Gottes Gnade an. Sie sagt, der Rollstuhl ist eine Erinnerung, er ist ihr Ebenezer, wie in 1. Samuel 7, Vers 12, ihr Stein des Gedenkens an Gottes Gnade in ihrem Leben. Der Rollstuhl erinnert sie daran, wie weit sie Gott gebracht hat. Und jeder, der sie da in ihrem Rollstuhl sitzen sieht und sieht, wie sie lächelt, der weiß über jeden Zweifel erhaben, dass Gott tatsächlich ihre Hilfe ist. Vor ihrem Unfall 1967 empfand sie sich in der geistlichen Gefahr, sich von Gott zu entfernen, sagt sie selber in der Rückschau. Und sie empfindet ihren Unfall, durch den sie querschnittsgelähmt ist, als ein Ereignis, durch das Gott sie gerettet hat, zu einem glücklichen Leben mit Jesus. Jetzt ist der Rollstuhl eben ein Symbol für die Gnade, die Gott ihr gezeigt hat. Das ist nicht immer einfach, sagt sie, wenn sie zum Beispiel Schmerzen hat, was sie sehr oft hat. Oder wenn sie täglich die einfachsten Dinge nicht selber tun kann, sondern immer vom Aufwachen bis zum Einschlafen auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Aber sie hat sich dazu entschieden, ihrem Unfall diese Bedeutung zuzuordnen. Und sie tut das aktiv immer wieder neu. Denn es kommt nicht einfach so über sie, das ereignet sich nicht irgendwie von selbst, sondern dazu muss sie sich jeden Tag neu aufraffen, ihre Erinnerungen an das Handeln Gottes aktivieren und diesem Ereignis dankbar diese Bedeutung zuweisen. Und deswegen kann sie eine positive Kraft aus dieser Erinnerung daran ziehen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als die praktische Anwendung dessen, was Paulus in Römer 8, Vers 28 sagt, dass nämlich denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammen mitwirken müssen. Und das ereignet sich eben, wie gesagt, nicht einfach von selbst, sondern das erfordert eine bewusste Entscheidung und ein konsequentes Handeln unsererseits, dass wir eben daran festhalten, dass es so ist. Und wir tun das ja auch schon. Wir tun das schon in vielen Dingen, die uns vielleicht selber gar nicht mehr so bewusst sind. Die einfachste Stufe des Erinnerns an Gottes Gnade ist sicherlich das Tragen von einem der fürchterlichsten Hinrichtungsinstrumente der Menschheitsgeschichte als Schmuckstück am Hals, nämlich dem Kreuz. Und allein damit wird doch schon klar, wenn das mit dem Kreuz so geht, dann kann eben auch ein Rollstuhl zu einem solchen Erinnerungssymbol werden. Und wer weiß, vielleicht werden einige von uns nach der Pandemie ein kleines Modell des Coronavirus aus Smaragd um den Hals tragen, vielleicht kombiniert mit einer Taube für die heilige Ruach, formerly known as der Heilige Geist, die weibliche Person der Dreieinigkeit. Dann haben wir ja noch andere Erinnerungssymbole. Wir feiern zum Beispiel immer wiederkehrend, also ritualisiert, bedeutsame Ereignisse der Heilsgeschichte, um uns daran zu erinnern und diesen Erinnerungen eine positive Bedeutung zuzuordnen. Wir feiern die Menschwerdung Gottes an Weihnachten. Wir feiern seine Auferstehung an Ostern. Und wir feiern die Sendung der Heiligen Ruach an Pfingsten und dergleichen mehr. Weitere Erinnerungen werden durch Brot und Wein beim Abendmahl angestoßen, wie wir es gerade getan haben. Dadurch wird etwas aktiviert in uns, die Erinnerung daran, was Jesus für uns getan hat oder das Wasser bei der Taufe. Und nicht nur im Neuen Testament ist das so, sondern eben auch im Alten Testament werden die Gläubigen immer wieder dazu angehalten, die Erinnerung an Erlebtes mit Gott wachzuhalten. 5. Mose 4, Vers 9, hütet euch bloß davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Ja, erinnert euch euer Leben lang daran und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. 5. Mose 4, Vers 9. Immer wieder wird zum Beispiel dann auch darauf verwiesen, wenn von Jahwe die Rede ist, dass Jahwe der Gott ist, der sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das haben die Israeliten als ein wesentliches Moment der ganzen Unterdrückungszeit und ihrer ganzen Erlebnisgeschichte mit Gott identifiziert und festgehalten.
Und diese Erinnerung soll Kraft für gegenwärtige Situationen geben. Und es gibt auch ein immer wiederkehrendes Fest, das daran erinnern soll, das Passafest, 2. Mose 12, Vers 17. So müsst ihr das Fest der ungesäuerten Brote feiern, denn genau an dem Tag, an dem die Festwoche beginnt, habe ich eure Stammesverbände aus Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag Jahr für Jahr feiern, jetzt und in allen kommenden Generationen. Oder dann eben in dem bereits erwähnten 1. Samuel 7, Vers 12, wo Samuel nach der überstandenen Not einen großen Stein als Denkmal aufstellt und sagt, bis hierher hat der Herr geholfen, und er nennt den Stein eben Eser, den Stein der Hilfe. Und deswegen hat Joni eben ihren Rollstuhl, ihren eben Eser genannt. Bis hierher hat der Herr geholfen. Und immer wieder werden solche Gedenksteine aufgerichtet. Und wenn sie es nicht alleine tun, dann ermutigt Gott seine Leute dazu, es zu tun. Und ich habe mich gefragt, warum macht Gott das eigentlich? Warum ordnet er das an? Warum schlägt er es vor? Oder warum hat er es doch zumindest in sein Wort aufgenommen, damit wir es lesen können und daraus den Impuls ziehen, ebenfalls sowas zu tun? Was soll das bewirken? Und meistens, wenn es um solche Sachen geht, haben sie etwas damit zu tun, wie wir als Menschen halt so funktionieren. Wie wir in unserer Psyche angelegt sind. Und diese Wechselwirkungen in unserer Seele beschreiben wir heute eben mit der Psychologie. Psychologie ist nichts anderes als das Herausfinden von seelischen Funktionszusammenhängen, die Gott bei der Schöpfung in uns angelegt hat. So, diese Gedenksteine, diese Souvenirs, sind sichtbare Zeichen, Gegenstände, die jeden daran erinnern sollen, wenn man daran vorbeigeht, dass Gott gehandelt hat. Und warum ist das so? Warum kann das so funktionieren mit dem Erinnern, wie es in diesen Bibelgeschichten eben auch beschrieben ist? Das ist ja kein nutzloses Ritual, das man halt so macht, weil schon immer so gemacht wurde oder weil irgendjemand das gerade mal angeordnet hat. Nein, es funktioniert eben so, weil Gott den Menschen so geschaffen hat. Wir sind bei unserer Schöpfung so angelegt worden, dass diese ganzen psychologischen Zusammenhänge des Erinnerns tatsächlich funktionieren. Was sind Erinnerungen also und wie können wir sie nutzen? Erinnern ist das mentale Wiedererleben früherer Erlebnisse und Erfahrungen. Dazu braucht man etwas Zeit. Und diese Zeit muss man sich nehmen, damit man diese positiven Effekte auch erfahren kann. Die Erinnerungen stammen aus einem Teil unseres Gehirns, das man das autobiografische Gedächtnis nennt. Und sie unterscheiden sich vom bloßen Wissen über geschichtliche Ereignisse. Es geht beim Erinnern um Dinge, die man selbst erlebt hat. Man muss mindestens aber einen persönlichen, also sozusagen erlebnispädagogischen Zugang zu den Dingen finden. Da muss man also selbst aktiv werden, wenn es funktionieren soll. Und das bedeutet wieder, dass man sich Zeit dafür nehmen muss. Und das mit diesen bunten Souvenirs, den Gedenksteinen und dergleichen, das funktioniert dann deswegen so gut, weil eben auch die Erinnerungen selbst multimedial sind. Sie enthalten bildhafte Elemente, Szenen, die wie ein Film ablaufen, Geräusche und Klangfarben, oft auch Gerüche und alles eben immer wieder in Verbindung mit Gefühlen, die angetriggert werden durch solche äußeren Symbole. Jetzt sind die Erinnerungen aber in unserem Gedächtnis nur in komprimiertester Form enthalten, damit wir da alle auch ihren Platz finden. Das heißt, sie müssen zur Aktivierung aufbereitet werden, wenn sie eine positive Wirkung entfalten sollen. Und dafür kann man etwas tun, das kann man einüben. Man sollte tatsächlich in Erinnerungen schwelgen. Und das ist nämlich gut, wenn man das tut, in Erinnerungen zu schwelgen. Das ist sogar gesund, denn sich an das Positive zu erinnern, verbessert das Immunsystem und erhöht die Langlebigkeit bei älteren Menschen, laut einer in Psychology and Aging veröffentlichten Studie der Universität Queensland in Australien. Und in dieser Studie zeigten die Forscher 50 Erwachsenen im Alter zwischen 65 und 90 eine Reihe positiver und negativer Fotos. Und die Teilnehmer wurden dann später darum gebeten, sich an diese Fotos zu erinnern.
während gleichzeitig die Wissenschaftler ihre Immunfunktion mit Hilfe von Blutproben gemessen haben. Und da hat man festgestellt, dass die Teilnehmer, die sich eher an die positiven als an die negativen Bilder erinnerten, verbesserte Immunfunktionen zeigten. Und das tatsächlich bis zu 2 Jahren später noch, denn so lange wurden die da getestet. Jemand, der sich also eher auf die positiven Informationen als auf die negativen konzentriert, könnte auch in der Gegenwart besser dazu in der Lage sein, mit stressigen Situationen zurechtzukommen. Wie Paulus gesagt hat, du wirst zu dem, was du anschaust. Wenn wir also das Gute aus der Zeit der Corona-Pandemie anschauen, dann könnten wir langfristig eine positivere Lebensauffassung annehmen und positive soziale Interaktionen aufrechterhalten. Und das könnte unserem Immunsystem zugutekommen. Die Leiterin dieser Studie, eine Frau Dr. Kalokerinos, sagt jedenfalls, wir wissen ja bereits, dass Glück, Wohlbefinden eine Reihe gesundheitlicher Vorteile bringt. Und diese Forschungsstudie zeigt, dass die Fokussierung auf positive Informationen den gleichen Effekt haben könnte. Unsere Befunde weisen auf die Möglichkeit hin, dass die Menschen im späteren Alter positiver werden und so ihre eigene Langlebigkeit erhöhen. Und da habe ich noch eine andere Studie gefunden, die fand ich auch sehr spannend in diesem Zusammenhang. Da haben Forscher versucht, durch mentale Bilder positive Erinnerungen, positive Affekte bzw. Emotionen auszulösen. Und da wurden Teilnehmern vor dem Versuch und nach dem Versuch autoaggressive Tendenzen, also schlecht über sich selbst zu denken, sich selbst herabsetzen, verletzende, beleidigende Gedanken und das Empfinden von Scham, aber auch soziale Sicherheit, Gefühle der Wärme und Verbundenheit und Freude über Fragebögen erfasst. Und dann sollten die Teilnehmer eine ganz frische, positive Erinnerung abrufen, die sie zusammen mit jemand anders erlebt haben. Und dann wurden sie dazu ermutigt, alle Sinne einzubinden und über die Bedeutung der Erinnerung nachzudenken und die positiven Gefühle zu genießen, die sie dabei erlebten, also richtig in dieser Erinnerung zu schwelgen. Und sie sollten dann auch über die positiven Gefühle der anderen Personen nachdenken, die dabei gewesen waren. Und sich fragen, was die wohl darüber denken und wie die wohl empfinden könnten und welche Bedeutung sie diesem Ereignis wohl zumessen würden. Und auch das sollten sie dann genießen. Und wieder hat sich gezeigt, dass durch diese aktive Intervention, also das aktive, positive Erinnern, warme, positive Emotionen und das Gefühl sozialer Sicherheit verstärkt wurden, während der negative Affekt vermindert wurde. Und das sind ja nur 2 Studien unter vielen, die zeigen, dass Emotionen und Gedächtnis auf der Hirnebene in einem ganz engen Zusammenhang stehen. Und die Erreichbarkeit dieser ganzen Erinnerungserfahrung kann eben durch sichtbare Gegenstände, Symbole, Souvenirs unterstützt werden. Und deswegen sind sie auch so beliebt, die Souvenirs. Mit so einem Miniatur-Eiffelturm oder einer Gondel auf dem Schreibtisch wird man sich definitiv öfter an glückliche Momente in Paris oder Venedig erinnern, ist doch klar. Oder auch Gerüche, zum Beispiel der Geruch nach frischem Heu. Wenn ich das rieche, erinnere ich mich sofort an Urlaube auf dem Bauernhof und die positiven Erfahrungen, die ich da gemacht habe, von ausgeglichener Entspannung. Das ist in Sekundenbruchteil einfach da. Deswegen ist es immer wieder auch cool, mit Duftölen, Wunderbäumchen, Gewürzen, Teesorten oder dergleichen zu experimentieren. Die Frage ist also, was ist deine persönliche Erinnerung an das Eingreifen Gottes in deinem Leben? Und was hilft dir, diese Erinnerung festzuhalten und zu bewahren? Was ist dein Ebenezer? Das ist die Frage, die ich euch gerne diese Woche mit auf den Weg geben will. Bei Joni Erickson-Tada ist es der Rollstuhl. Was wird dein Gedenksymbol an die Gegenwart Gottes während der Corona-Pandemie sein? Solche Ebenezer können Schmuckstücke sein, ein Ring, ein Kreuz oder der erwähnte Virusanhänger, eine besondere Bibelausgabe, die du in dieser Zeit gelesen hast oder was auch immer. Die Gegenstände müssen nur mit der konkret erlebten Gegenwart Gottes in Zusammenhang stehen, denn sie sollen ja gerade das in deiner Seele verankern. Bei Jung mit einer Mission wurden wir in der Missionssituation auch immer angehalten, so etwas zu machen. Ich erinnere mich daran, als ich in Amsterdam war, da wohnten wir in einem
Abbruchhaus, in dem außer den Wänden nicht mehr viel drin war. Wir schliefen in unseren Schlafsäcken auf dem nackten Fußboden und aus den großen Löchern an der Decke und in den Wänden rieselte nicht leise der Schnee, sondern der Kalk. Zumindest hatte aber jeder Raum eine Glühbirne, man konnte das also auch noch sehen, dass das passierte. Es gab insgesamt 7 Toiletten und Waschbecken für 120 Menschen, was den Alltag doch stark eingeschränkt hat. Und dann wurde uns gesagt, wir sollten uns eine Kiste besorgen von irgendeinem Supermarktabfall und sollten diese Kiste als Nachtschrank verwenden, die neben unseren Schlafsack stellen. Und dann sollten wir 1 oder 2 Erinnerungsstücke darauf stellen, die uns an das Eingreifen Gottes in unserem Leben erinnern. Ja, sollten also Ebenezer auf diese Nachtschränkchen stellen. Bei mir war das eine Postkarte mit einem Bild von Franz Marc, Tirol. Das war da drauf zu sehen, weil mich dieses Bild an Kloster Engelthal und meine Bekehrung erinnerte. Denn in der Mitte von diesem Bild von Franz Marc von Tirol ist in einem totalen Chaos Jesus zu sehen, ganz im Zentrum. Man sieht ihn nicht sofort. Ihr könnt es nachher mal googeln und gucken, ob ihr ihn findet. So, man sieht ihn nicht sofort, aber wenn man ihn erstmal gefunden hat und wenn man erstmal weiß, dass er da ist, dann verliert man ihn nie wieder aus den Augen nach dem Motto, Jesus ist nicht leicht zu finden, aber wenn man ihn findet, dann findet man ihn gut. Und das andere, was ich da auf den Nachtschränkchen stehen hatte, das war ein lederner Bibelumschlag, auf dem so ein Jesus als Hirte mit Schafen abgebildet war, weil mich das an meine Lieblingsbibelstelle Psalm 23, Vers 5 erinnert, wo es heißt, dass Gott mir im Angesicht aller bedrohenden Umstände erst einmal den Tisch deckt und mich einlädt, mit ihm lecker zu essen und zu trinken und sich später dann selber um den Rest kümmert. Und das waren meine beiden Dinge, die ich dahingestellt hatte. Aber jeder hatte da ganz andere Ebenezer auf seinem Kistchen stehen. Und auch darüber kamen wir miteinander immer wieder in total super Gespräche, wenn man sich eben so erzählt hat, warum dieser oder jener Gegenstand ein Ebenezer, ein Erinnerungsstein an Gottes Eingreifen für die oder die andere Person ist. Und vielleicht könntet ihr das eben auch als Gemeinde tun, nach dem Gottesdienst oder in irgendeinem Chat, Zoom oder wo auch immer, dass ihr euch darüber unterhaltet, was sind denn eigentlich so Gegenstände, die euch an das Eingreifen Gottes in eurem Leben erinnern. Und je mehr man davon erzählt, desto mehr verankert es sich eben in der eigenen Seele. Und wenn dann eben in der Gegenwart plötzlich etwas passiert, wenn dich ein neuer Schmerz oder eine Trauer zermalmen und erdrücken wollen, dann kannst du auf deinen Gedenkstein, auf deinen Ebenezer schauen, ihn spüren und riechen und dich erinnern, Gottes Hilfe, Gottes Eingreifen mental wiedererleben und dann kannst du beten, Herr Jesus, es ist doch wahr, bis hierher hast du mir ja schon geholfen. Daran erinnere ich mich jetzt dankbar. Und aufgrund dieser Erinnerung habe ich Grund zu der Annahme, dass du mir auch weiterhin helfen wirst, denn du bist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das hast du in deinem Wort versprochen. Und dass euch das gelingt, solche Ebenezer in eurem Leben zu finden und zu verankern, gerade auch jetzt in der aktuellen Situation der Corona-Pandemie, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Und jetzt summen wir wieder schön angeleitet unter unseren Masken Geist des Vaters.